Moin Moin und willkommen zurück zu Portal 2. Lange ist es her und tatsächlich habe ich gestern schon eine Stunde aufgenommen gehabt, aber leider ist da was schiefgegangen bei der Aufnahme, was ich leider zu spät bemerkt habe. Deswegen werde ich jetzt gleich die Stunde von gestern nochmal nachspielen. Normalerweise würde ich ja sagen, dass das hier alles blind ist, weil ich den Einzelspieler von Portal 2 ja noch nicht durch hatte, beziehungsweise ohne dieses Let's Play noch nie gespielt habe. Das heißt natürlich, dass die folgenden Videos, wahrscheinlich werden es drei nachher werden, zusammengeschnitten. Bis ungefähr Teil 4. Bei Teil 4 habe ich gestern aufgehört aufzunehmen. Werde ich die Rätsel schon kennen. Ich werde sie jetzt dann wahrscheinlich auch etwas schneller durchgehen. Aber mal schauen. Ich wollte die Rätsel jetzt auch nicht ganz auslassen, deswegen machen wir sie jetzt einfach nochmal. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich vielleicht nicht so viele Hänge habe wie gestern, wobei ich gestern Wusstest du, eigentlich auch dass ein relativ gut Mensch mit durchgekommen einem bin. schlechten Gewissen viel einfacher erschrecken? Ja, GLaDOS wird uns jetzt wieder eine Entschuldige, Weile ich weiß auch nicht, beleidigen. was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Rätsel. Rübergesprungen, damit uns dieser Strahl nicht killt. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Wir wissen natürlich, dass GLaDOS das ganz und gar nicht leid tut, weil sie liebt es ja, uns zu triezen und zu ärgern. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Die armen Companion Cubes. Oh, da ist mal wieder Wheatley gewesen. So, das Ding ist jetzt runtergekommen. Und ich werde jetzt hier drauf gehen. Und dafür sorgen, dass der Strahl wieder da ist. Und dann fahren wir auch schon hoch. Dafür habe ich gestern etwas länger gebraucht. Naja. So. Jetzt brauchen wir den allerdings hier. Deswegen werden wir jetzt mal. Brauchen wir da oben? So. Zack. Erstmal hochholen. Und dann blau dahin setzen. Und dann springen wir mal damit durch. Ups, und dann landen wir auch schon hier. Ein bisschen ordentlich machen hier. Und dann wiederholen wir das Ganze nochmal, indem wir da dann rauskommen. Das ist ja noch relativ einfach, also nicht so anspruchsvoll. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Genau, gestern habe ich überlegt, ob ich vielleicht den Companion Cube mitnehmen kann, aber das würde natürlich nicht gehen, weil dann könnte ich ja gar nicht das Rätsel beenden. Naja, wäre eine schöne Idee gewesen. Natürlich begleiten uns auch wieder so ein paar Ladebildschirme, aber das ist ja ganz normal. Und weiter geht's. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills, weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Genau, jetzt haben wir nämlich diese Barrieren hier, die uns dann natürlich unsere Portale versauen und unsere Gegenstände. Ups. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. So, okay.
Den schicken wir mal eben da durch. So. Ich überlege gerade, ob ich den überhaupt brauchte. Weil im Prinzip hätten wir den auch eigentlich gar nicht gebraucht, oder? Egal. Weil den Laserstrahl hatten wir ja auch schon vorher weitergeleitet. Von daher. Teil 3, die Rückkehr. Gut, die Rückkehr nur von was, ist natürlich die Frage. Wir sind jetzt bei Rätsel 9. Ich frage mich auch, Deutsch, schwierig, nicht zu schnell reden. Ich frage mich auch, ob nach den 22 Tests dann der Einzelspieler schon wieder vorbei ist oder ob es dann danach weitergeht und die immer schwieriger werden. Das weiß ich natürlich noch nicht. Hier sehen wir, irgendwas fällt runter, irgendwas fällt uns auf den Kopf, irgendwas müssen wir drücken, irgendwas umleiten und von irgendetwas abspringen, was wir vorher noch nicht hatten. Diese Sprungbretter könnten immer mal ein bisschen tricky sein. Und obwohl ich das gestern gemacht habe, die Rätsel, kann es auch sein, dass ich schon wieder vergessen habe, was ich machen muss. Hey, ich bin's, mir geht's gut! Yeah, Weedly ist wieder da. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Jep, war ich. Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht? Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Na, vielen Dank. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch. Du hast wohl die Ladekapazität. Ich finde es auch schön, dass Weedly einfach weiterredet und wir immer nur so Fetzen mitkriegen. So. Das nutzen wir gleich mal. Ich möchte nämlich da hinten rauskommen. Wupp. Tada! Und jetzt werden wir Folgendes tun. Und zwar wollen wir erstmal da oben rauf. Und dafür springen wir wieder runter. Wie das nun mal so ist. Und lasst uns dann da wieder hoch katapultieren. Autsch. Natürlich vorausgesetzt, ich hätte vorhin was drücken müssen. Naja, macht ja nichts. Autsch. So geht es natürlich auch. Mal den anderen Weg. Und wieder zurück. Drauf drücken. Und dann springen wir hier nochmal rein. Autsch. Nehmen den mit. Leiten den Strahl um. Ungefähr so. Und dann wollen wir natürlich hier hoch. Zack. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein toll, fetter, ne? Adler. Ein fetter Adler. Na, vielen Dank. Ich hab dich auch lieb. Und dann leiten wir den nochmal hier um. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Natürlich, na, wie schon gesagt, es geht jetzt alles ein bisschen schneller, dadurch, dass ich es gestern schon gemacht habe. So, so viele Geschütztürme. Aber dann haben wir vielleicht hier mal ein bisschen. Drei Parts ein bisschen komprimiert. Vielleicht werden dann auch nur zwei daraus oder drei, die ich dann ein bisschen kürzer machen kann. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ja, aber sie wird uns niemals von dem Reh erzählen. So ist das leider. Okay. Mal sehen, ob ich mich noch dran erinnern kann, wie ich da rüberkomme.
Ich glaube erstmal Dong hiergegen. Und dann schauen wir uns nochmal hier eben kurz um. Da geht es wieder runter. Da ist noch so ein Sprungding. Da ist wieder so eine Ebene. Und wir müssen jetzt erst dieses Ding hier runterkriegen. Und das kriegen wir, indem wir den Laserstrahl unterbinden. Und ich glaube, das war... Wir mussten hier, glaube ich... Autsch, das hat nicht ganz gereicht. Upp. Upp. Oh Gott. Das hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, ich muss mich da höher ansetzen dann. Autsch. Gut, noch ein bisschen gerader setzen und dann schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert. Ja. Sehr gut. Dankeschön. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. So, nun wieder nach oben. Und dann müssen wir den davor setzen. Dann geht das hier nämlich runter und dann können wir ein bisschen fröhlich herum hüpfen mit diesen Dingern. Zack, zack. Hiergegen. Dann gibt es hier nochmal einen Umleiter. Der kommt jetzt hier gleich an. Dankeschön. Und der soll das, den Strahl von da unten darüber ungefähr, glaube ich. Das ungefähr hin. Schauen wir mal. Wie komme ich denn da jetzt am elegantesten wieder hin? Einfach runter, ne? Zack. Da auch schön setzen. Geht das nicht? Schauen wir mal. So, so geht das. Den nehme ich mit. Immer alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Und dann geht's wieder hin und her. Und hin und her und das hier drauf und Test bestanden. Dann sind wir auch wieder fertig. Ich habe heute kein Reh gesehen. Ach Mensch, hast du schon wieder nicht. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ist auch schön, dass sie die ganze Menschheit haben könnte, aber wir reichen ihr vollends als Testsubjekt. Da muss ja echt was Finsteres zwischen uns beiden vorgefallen sein, an das ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Den ersten Teil nicht gespielt habe. Asche auf mein Haupt. So, wir sind jetzt bei Test Nummer 11. Hälfte geschafft, wenn die Anzahl da so komplett richtig ist. Und zwar kommt wieder irgendwas runter, muss irgendwo draufgelegt werden, kriegen wir an den Kopf. Wasser ist so ein bisschen eine Grauzone, weiß nicht so recht, ob es jetzt wirklich Wasser gibt oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es tolle Barrieren, mit denen wir arbeiten können. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. So, und zwar müssen wir erstmal da drüber. Darüber. So. Geht aber schneller, wenn wir hier durchgehen. Da drauf drücken. Und jetzt fallen hier nämlich die ganze Zeit Companion Cubes runter. An die wir natürlich irgendwie rankommen müssen. Dafür müssen wir hier unten lang gehen. Ja, das Wasser ist auch tatsächlich da. Wenn wir ins Wasser fahren, sind wir tot. Also für die, die das noch nicht so wussten. Zack. Müssen wir ein bisschen mit runterfallen hier. So. Und dann fangen wir den nächsten nochmal und gehen wieder zurück.
Bis ich das raus hatte, habe ich gestern noch ein paar Anläufe gebraucht. Das ist dann. Manchmal verwirrt mich das einfach extrem mit diesen ganzen Brücken und durch welches Portal man nun durchgehen kann und durch welches nicht. Und ja. Manchmal muss man da ein bisschen länger nachdenken. So. Kann ich hier wieder raufspringen? Ja, fast daneben gegangen. Und dann gehen wir jetzt hier wieder einfach rüber. So. Zack. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Das ist aber ein. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Gefechtsturm gewesen. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam.